Hallihallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einem neuen Video auf meinem Kanal. Und auch an alle, die das erste Mal zu schauen, herzlich willkommen. Ich bin die Käthe. Ja, und ich habe euch versprochen, ich komme wieder. Das ist jetzt Teil 2 meiner Geschenketrends 24 Bestellung. Es ist ja nicht die erste Bestellung. Also guckt auch gerne mal in meine anderen Videos rein. Da bekommt ihr nochmal einen guten Eindruck von dem Shop. Vielleicht auch, was ich jetzt in diesem Video nicht nochmal explizit dazu sage, weil ich vielleicht auch davon ausgehe, dass ihr öfter mal meine Videos guckt oder sowieso dann vielleicht was Bestimmtes sucht und vielleicht dann auch einfach danach eben sucht. Ne? Genau, aber ich werde auf jeden Fall trotzdem nochmal ein paar wichtige Infos heute nochmal nennen, die ich, wie ich finde, schon sehr hilfreich und sehr gut finde, wenn man bei Manuela, so heißt nämlich die Besitzerin von Geschenketrends 24, wenn man bei Manuela bestellen möchte. Genau, also es gibt, damit kann ich jetzt direkt mal anfangen, weil da gibt es, also erstmal, ich habe nämlich 1, 2, 3 Taschen noch, aber die kriegen wir heute alle durch. Da bin ich sehr zuversichtlich, weil beim letzten Mal war es halt nur eine Tasche, aber da waren unfassbar viele Düfte drin. Jetzt habe ich nicht annähernd so viele Düfte in diesen 3 Taschen verteilt. Und deswegen kriegen wir das auf jeden Fall heute in dieser, also was heißt Stunde, aber in diesem Zeitrahmen heute für ein Video, denke ich, bekommen wir das hin. Ne, genau. Aber holt euch trotzdem was Leckeres zu trinken, zu essen, was euer Herz begehrt. Und dann können wir auch gleich loslegen. Genau. Also, ich fange mal direkt mit einer Sache an. Mein letztes Video ging um eine Firma, da gab es eine Rabattaktion. Ne? Eine sehr tolle Sache beim Shop von Manuela von Geschenketrends 24. Sie hat immer wieder tolle Rabattaktionen, wo sie einzelne Marken wirklich in so eine Aktionswoche nimmt. Die sind dann halt wirklich eine Woche lang für minus 20% erhältlich. Und das war vor, ich weiß nicht, vor ein paar Wochen, ne, war das Classic Farmhouse Candles. Und die haben verschiedene Wachsformen. Die haben unter anderem diese Melts, ne, wirklich diese in Form gegossenen kleinen Stücke. Die haben aber auch die hatte ich in dem ersten Video jetzt schon mal gezeigt, die haben so Ice Scoop, also so Ice Cream, Bällchen, ne, die so aussehen in so einem Becher. Und dann haben die auch Triple Layer, von denen ich persönlich sehr, sehr angetan bin und die meine absoluten Lieblinge sind bisher. Auch von der Intensität kann ich bisher auf Erfahrungsberichte jetzt zurückgreifen, weil ich sie auch schon warm in der Lampe hatte und ich sehr zufrieden war, auch in der elektrischen. So, ne, das sei dazu auch mal gesagt. Genau, und genau, das war's. Ah ja, genau, die Eugenic-Wachse, die hatte ich beim letzten Mal ausprobiert. Das war jetzt persönlich nicht so mein Fall, aber für andere Leute bestimmt eine schöne Sache. Wie gesagt, ne, ich habe mich eher so jetzt, habe für mich rausgefunden, ich finde diese Art von Wachsen schön von Classic Farmhouse Candles und die Triple Layer. Genau, und ja, diese Eiscreme, ne, die ist auch toll. Ne? So. Jetzt habe ich hier gerade den ersten Duft, das ist der Hazelnut Latte. Ich mag Kaffeedüfte. Besonders gerne mag ich eigentlich die so ein bisschen, die schon so ein bisschen purer sind, ne? Die wirklich so ein gerösteter Kaffee sind. So Haselnuss, ich bin eigentlich ein Fan von nussigen Düften. Ich habe mich jetzt hier mal getraut, vor allem, weil die meisten meiner Mäuse eher in die Richtung, süßer und cremiger Kaffee gehen, was heißt, stimmt gar nicht. Es ist so ein geteiltes Lager. Aber deswegen, wir wollten mal probieren. Und, da ist nochmal so eine Extra-Tüte drin, auch interessant. Das ist nochmal so extra verpackt, schaut mal. Finde ich eigentlich sehr gut. Ne, das sind ja diese Bakery-Bags, die kennt man ja schon auch. Und dann nochmal extra in so einem PP-Beutel verpackt. Ne? Ja, finde ich ganz praktisch, finde ich ganz gut, um natürlich dann den Duft auch dementsprechend länger, ne, zu erhalten. So. Oh, okay, ja.
Also, was man erwartet, ne? Sehr süß. Man riecht wirklich diesen Haselnuss-Sirup gefühlt. Noch mal ein bisschen was raus hier, obwohl der mir wirklich sehr entgegenkommt. Ja, vanillig, cremig, nussig, aber auch die Kaffeenote, ne? Die ist halt wirklich sehr da. Also okay, bei dem Latte Macchiato ist das dann ja auch wirklich hier eine Espresso-Note, ne? Der gefällt mir schon mal sehr gut. Ich bin gespannt, ob er mir in der Lampe dann zu süß wird. Das muss ich dann mal schauen im Praxistest. Erstmal gefällt mir der Duft wirklich gut. So, ich denke, das dürfte jetzt auch nicht viel Überraschung sein. Oh, okay, doch. Leute, da ist eine Menge drin. Oh, ich hätte mal ein bisschen genauer dran riechen können, ne? Aber egal. Geröstete Kokosnuss, warmer Honig mit Haselnuss, süße Mandeln, Zimt, Vanillecreme, brauner Zucker und Ahorn. Leute, ich muss da jetzt noch mal ran, ne? Also das kann ich ja so jetzt gerade nicht stehen lassen. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich davon irgendwie auch nur einen Bruchteil rausrieche. Bestimmt. Also hätte ich jetzt ein bisschen genauer drauf geachtet. Und ich war jetzt einfach so, ja, Vanille, ne? Also ja, auf jeden Fall, die Kokosnuss ist definitiv da. Und wer keine Kokosnuss mag, der mag auch das hier nicht. Das stimmt schon, ja. Also es ist eigentlich ein Kokos-Haselnuss-Latte Macchiato, ne? Ja. Und was noch? Ahornsirup, ne? Eben Süße, aber das ist, ich dachte eigentlich, die Süße kommt einfach durch einen Haselnuss-Sirup oder sowas, aber das ist hier in dem Fall Ahornsirup. Warmer Honig ist auch noch mit drin. Manometer. Das ist aber dann, ach so, es ist nur Ahorn und kein Ahornsirup, aber warmer Honig, ne? Und süße Mandeln und Zimt. Ja, aber wer jetzt kein Zimt mag, braucht sich, glaube ich, vor diesem Duft trotzdem nicht scheuen. Also, ich hätte jetzt den Zimt gar nicht so unfassbar wahrgenommen. Vielleicht, ich weiß es nicht. Also, ne, ob das euch anders gehen würde, wahrscheinlich, vielleicht, ich weiß nicht, obwohl ich finde, ja. Also sehr gewürzig ist der nicht. Der ist vor allem sehr süß. Sehr süß und Kaffee und Kokosnuss. Und ein bisschen Haselnuss. Genau. So, genau. Weiter geht's im Text. Da habe ich jetzt mal das totale Kontrastprogramm. Fraser Fir. Ja, ne, da kommt jetzt der Nadelbaum zum Einsatz. Ja. Also, ich bin ja Gott sei Dank nicht alleine mit meiner Tannenliebe. Ich mag Tannendüfte, zwar nicht immer im ganzen Jahr, aber dafür umso mehr Richtung Winter bin ich großer Fan. Ja. Und das ist ein sehr schöner, ein sehr für mich recht purer, aber wahrscheinlich irre ich mich jetzt auch wieder. Also, ne, man riecht diese wirklich ätherischen Tannennadeln oder ne, Fir, Fichte. Also, ich mag den sehr. Tanne hat ja auch, ich kann euch ja auch erstmal hier diesen süßen Melz noch zeigen, ne? Wirklich so süße kleine Tannenbäumchen. Richtig Zucker. Also, der hat schon eine gewisse, apropos Zucker, vielleicht auch eine gewisse Süße da drin, aber. Woran das jetzt genau liegen könnte, vielleicht, ich muss mal, also es ist jetzt nichts Foodiges mit dabei, es ist wirklich Tanne, also Nadelbaum oder Nadelbaum, ne, Fichte. Und ein bisschen holzig halt auch, ne, so insgesamt einmal. Ne, ich muss mal gucken, was ist denn da vielleicht noch? Ah ja. Sibirische Tannennadeln, Zedernholz und erdiges Sandelholz. Ja, okay, also im Endeffekt, ja, das, was ich gesagt habe, ne. Nadelbaum und ja, holzig und so. Ja. Ein absolut schöner, authentischer Nadelbaumduft. Sehr schön. Genau, weiter geht's. Der Orange Upside Down Cake. Genau. Ich glaube, da hatte ich mich in der Beschreibung, ich glaube, da war gar nichts Cakiges dabei. Da war gar nichts hier mit Cake. Kuchen, Gebäck, irgendwas. Ne? Schauen wir mal. Hier, total süß, zeige ich euch auch gleich nochmal. Hier auch wieder extra verpackt, wie gesagt. Ne? Diese süßen, oh, boah, da kommt mir was entgegen. Diese Orangenscheibchen. Also das ist wirklich Orange auf die 12. Also sehr frisch. Es ist
Die sind natürlich auch süß, aber ich würde nicht sagen, ob das ist jetzt totale, das ist jetzt die totalen zuckrigen. Also es ist jetzt nicht so, als ob man an einem Nimm 2 riecht oder so, ne? Das ist es jetzt nicht. Das ist eine sehr authentische Orangennote, wie ich finde. Sehr frisch, sehr fruchtig, ne? So wie man sich das Scheibchen auf so einem Cocktail vorstellt, ne? Genau. Eine gewisse Süße drin halt, ne? Frisch, fruchtig und so weiter. Genau. Aber ich glaube da, also ich rieche da auch nichts Gebäckiges. Ich glaube, da war auch nichts drin in der Art. Zitrusfrüchte und reife Orangen. Okay, alles klar. Also war ich da auf dem richtigen Riecher. Hatte ich den richtigen Riecher, meine ich, auf dem richtigen Weg. Nicht auf dem Holzweg. Ne, genau, so. Sehr schön. Der gefällt mir gut. Ist auch ein toller Duft, um vielleicht zu mischen. Wenn man jetzt zum Beispiel, ne, um euch mal zu zeigen hier, so ein schöner Orange Upside Down Cake, ne, recht, klingt recht simpel, aber ist trotzdem unfassbar schön. Zusammenpacken, Tanne und Orange, schöne Kombi, kennen wir von mehreren Anbietern, kann man immer wieder gut machen. Oder auch einfach, wenn ihr ganz, ganz, man weiß es nicht, ne? Auch mit Kaffee zusammen. Ich habe auch schon Kaffeedüfte, die man dann so erlebt, die man einfach ein bisschen frischer machen kann mit einer zitrischen oder mit einer Orangennote eben. Ne? Wie hieß denn der eine vom Bea's Wax Bakery zum Beispiel? Ich weiß es gar nicht mehr. Ah, ich krieg's gerade nicht mehr zusammen. Ich hab's eigentlich. Egal, aber vielleicht weiß der eine oder andere, welchen ich durfte. Ich meine, auch die Manufaktur Blaukatz hier, handmade technisch, an der Front, die beiden, ne? Die beiden Duftfeen, die liebe Tine und die liebe Bea, ne? Hatten beide schon Düfte. Bei Tine war es, bei Manufaktur Blaukatz war es der Midsommer-Mokka. War nämlich auch mit Orange oder war es, ja doch, auch irgendwelche zitrischen, ne? Momente irgendwie. Genau. Genau. Warm Mug of Coffee hieß der, glaube ich. Irgendwie so. Ne, der von Bea jetzt. Und ja, genau. Also, ne, um jetzt mal zu zeigen, was man da auch noch aus so welchen Schätzchen dann machen kann. Ne? Genau. Wenn man nämlich auch ein gewisses Repertoire an Düften hat, ne, kann man das einfach auch machen. So. Ja. Dann zeige ich euch das jetzt einmal. Da habe ich jetzt leider von Manuela erfahren, dass es die wohl auch nicht mehr gibt jetzt. Aber sie hat sie noch. Ne? Ich habe euch schon mal vorgeschwärmt vom Butter Cup Candles. Ne? Ja, okay, ich kann ihr. Das ist meine Güte. Ich sehe schon wieder Schala. Guck mal da. Okay. So, also Butter Cup Candles, ja. Ihr habt mitbekommen, ich mag diese Firma. Und das ist inzwischen einer meiner absoluten Lieblinge. Hatte ich erst gestern wieder im Bad. Ja, der ist einfach, ja, einfach im Bad für mich und jetzt auch bei dem Wetter auch woanders. Einfach der Bringer, der Coastal Waters und den Paloma. Den habe ich euch im Teil 1 des Videos schon als Wachs gezeigt. Genau, ein total frisch, fruchtiger Duft. Auf die 12 mit einer gewissen herben Note dabei, ne, mit Ginger, mit Ingwer und mit Amber, glaube ich, ne, um es ein bisschen parfümig zu machen, aber auf jeden Fall frische pur, Leute. Also, was heißt frische pur? Es hat eben durch diesen Ginger, könnte ich mir das auch total gut übrigens auch als Herbstduft vorstellen. Es ist irgendwie, ist das, es wäre ein guter Duft, um jetzt gerade runter zu kühlen, aber der hat auch irgendwas, dass man ihn im Herbst düfteln könnte. Es ist für mich so ein Spätsommer. Herbstduft auch total. Könnte man auch gut machen, ne? Also, ja. Also, die haben echt, boah, Leute, die haben eine Intensität. Das ist der Hammer, das muss ich echt sagen, ne? Deswegen liebe ich die so, ne? Aber das Squeezy Wax, das kenne ich bisher auch nicht. Und ich bin ja normalerweise auch, ich probiere zwar gerne neue Sachen aus, ne? Aber ich bin da auch nicht immer die, ja, die, wie sagt man? Experimentierfreudigste. Ne? Aber bei einer meiner Lieblingsfirmen inzwischen und ne, wie gesagt, hier auch noch Lieblingsduft,
einer meiner Lieblingsdüfte inzwischen. Ich kann ja einmal kurz nochmal erzählen, hier der Coastal Waters, ne? Da ist drin Sea Salt, Ozon und Marine. Ne? Ich glaube, da waren in der Duftliste war noch ein bisschen was mehr. Ich glaube auch Zitrus so ein bisschen und so, ne? Es ist ein unfassbar schöner, aquatischer Duft. Ins Herbmaskuline reingehen, aber nicht zu, es ist nicht frisch geduschter Mann oder so, ne? Es ist wirklich eine besondere aquatische Note. Richtig, richtig toll. Ich liebe den sehr, ne? Mit einer gewissen Holzigkeit noch dabei. Ich finde den ganz, ganz toll. Ich muss auch noch mal anstuppern hier. Ja. Ich will nicht zu feste draufdrücken, weil ihr kennt diesen Moment, oder? Wenn man in der Drogerie steht, auf einmal hier, oh, mal an dem Shampoo schnuppern, ne? Hat man irgendwie sich die Nase voll gesaut, ne? Deswegen, mit dem Wachs will ich das jetzt gerade nicht unbedingt. Ich habe jetzt nämlich gerade hier nichts zum Wegwischen. Genau, das wollen wir uns jetzt mal gerade sparen, ihr Lieben, ne? So, aber voll cool und vor allem, da ist ganz schön was drin. Also ich bin mal gespannt, wie lange man damit auskommt, ne? Und wie das vor allem auch so sich in, also so verhält, ne? Wie das so einfach ist, ne? Also ich habe schon mal so Scoopable-Wachs habe ich schon mal gehabt, ne? Scoopable-Wax dann, ne? Aber best for use in large open areas. Ja, okay. Ne? Use a dime-size squeeze in any wax warmer. Okay, ne? Also deswegen, das klingt nach einer normalen Handhabung, ne? Und dann schauen wir mal. Bin sehr gespannt auf den Praxistest. So, genau, zu den Düften brauche ich eigentlich insofern nicht mehr viel sagen, weil da habe ich jetzt euch schon gerade erzählt, ne, was da drin ist. Und nur genau, da habt ihr jetzt einen ganz guten Eindruck. Eine Sache muss ich euch auch noch zeigen hier von Funky Soap Shop. Ist das nämlich ein Cognac-Schwamm, heißt es, glaube ich, genau. Das ist jetzt purer Lavendel, 100% purer Lavendel. Man kann sie wohl mehrfach verwenden. Einfach wirklich nur nass machen, ab ins Gesicht, ob jetzt mit Produkt oder ohne Produkt wohl. Und die sollen unfassbar gut sein. Also ich hatte da auch nochmal, das ist auch eine Empfehlung von Manuela gewesen. Und sie hatte gesagt, dass das tatsächlich in Japan fast jede Frau benutzt und das da wirklich gang und gäbe ist. Und ja, ne, also ich bin wie gesagt, ne? Ich teste das gerne mal. Also schauen wir mal. Ne? Ja, genau. Also es soll halt wirklich besonders gut sein, um auch Irritationen wegzubekommen, Rötungen im Gesicht und. Ne? Also das scheint schon ein echtes Schätzchen zu sein. Ne? Bin ich mal gespannt. So, weiter geht's. Oh, und ich glaube, es geht jetzt, ja, doch, weil wir die Tasche mache ich zum Schluss, glaube ich. Ja, genau. Jetzt kommen wir nämlich, jetzt geht's mal hier ans Eingemachte, Leute, weil ich habe ja gesagt, es wird jetzt ein bisschen weniger an Düften, aber von der Größe her, wenn man halt Kerzen hier mit drin hat, ne, dann brauchen die halt auch ein bisschen Platz. Und ist das nicht einfach schick? Das sind die Classic Farmhouse Candles, die ihr jetzt schon als Wachs kennengelernt habt. Hier, da. Mal kurz gucken, das ist der Lilacs and Violets. Und es ist das nicht unfassbar schön, dieses, auch ich finde ja dieses Label sowieso so schön, es hat was unfassbar Nostalgisches, Amerikanisches, das ist einfach total toll. Und diese Gläser einfach, ne, das ist einfach, oh, das ist so schick. Aber guckt mal hier, da ist so direkt, ne, ist nichts drüber, da ist, kann man direkt riechen, oh, und deswegen. Lilacs, also Flieder, ist einfach ein Duft, oh, mega, für einen Frühling, manchmal auch noch für einen Sommer, aber da muss ich mal gucken, also eher für die kühleren Tage. Ich bin jetzt mal unfassbar gespannt hier. Ja, also ich weiß, das war nicht nur ein Reihe, also ist ja Lilacs and Violets, aber es ist definitiv nicht nur das beides drin. Ich habe viele Sachen aufgeschrieben, das war ich noch, und ich war sehr erstaunt und dachte mir so, okay, wie mag das wohl riechen da? Also ja, man riecht Flieder, man riecht auch eine feine pudrige Note, aber nicht zu viel. Aber ich kann jetzt gar nicht so unfassbar viel mehr, also schon ein bisschen holzig. Ist da was, ist da noch Jasmin drin? Eine Spur Jasmin? Vielleicht was mit ein bisschen
Ein bisschen was Fruchtiges, aber so viel rieche ich da jetzt, glaube ich nicht. Also es ist, ach Gott, ist das, ich finde das großartig. Ich bin ja da so, ne, so ein totaler, oh, Nostalgie-Freak. So, genau. Den, wo haben wir denn jetzt hier? Lilacs and Violets von Classic Farmhouse Candles. Wilder Flieder, französische Veilchen, Hyazinthe war noch drin, aber auch da unten kommt Jasmin. Okay, Nelke, auch verrückt. Wer jetzt hier aber Angst vor Nelke gehabt hätte, habe ich jetzt gar nicht so wahrgenommen, ehrlich. Also er hat ein bisschen was. Es ist jetzt nicht dieser unfassbar. Ja, okay, Flieder ist nie ein sonderlich leichter Duft. Der hat immer Power und so, ne? Aber es gibt frühlingshaftere Lilac-Düfte, definitiv. Deswegen die Nelke, ja, es gibt da vielleicht ein bisschen Tiefe mit rein, ein bisschen Gewürzigkeit, aber wirklich ganz sanft, ganz, ganz sanft. Holzige Vanillebasis, okay. Bergamotte, Zitrone, Gurkenwasser, eben da, genau das war's. Gurkenwasser. Gurkenwasser, Jasmin. Kaschmir, Moschus und Saft, was auch immer dann Saft ist, aber es stand so. Jetzt, wo man es weiß, ne, ist da neben der geringen Gewürzigkeit und der Holzigkeit noch dieser frische Moment von der Gurke. Wenn ich es mir jetzt einbilde, alles klar, ne? Aber ich nehme, also, aber das ist auch oft bei Flieder, der hat ja auch oft einfach diesen grünen Moment und eben auch diesen holzigen Moment, weil, ne? Halt, oh, hoppala, Fliederbaum, wie ist denn das jetzt passiert? Okay, so. Genau, aber das ist jetzt, ne, also, das ist ein, ja, ein schöner Duft. Und wie gesagt, ich liebe diese Aufmachung von diesen Kerzen. Oh, fein, 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 fein. So, damit haben wir die erste Tasche leer. Ich bringe mal hier gerade die Schriftstücke in Sicherheit. So, 22 Minuten, okay, da kriegen wir hin. Wie gesagt, ne? Das ist die Tasche für den Schluss. So, weiter geht es mit Timber Oak. Von der Firma hatte ich euch gestern auch schon ein Melt gezeigt. Und es ist ein Klassiker als Duft eingezogen, als Kerze. Vanilla. Lavender, genau. So viele Liebhaber dieses Duftes. Genau. Oh, wow. Oh. Boah, Leute, ich bin ja nicht immer. Ich bin nicht immer. Also ich bin eher Team Coconut Milk and Lavender. Wenn ich mich da entscheiden müsste, würde die Wahl immer auf Coconut Milk and Lavender fallen, statt auf Lavender Vanilla. Sage ich euch ganz ehrlich, weil. Die Düfte, also das ist auch ein schöner Duft, definitiv. Klar, immer verschieden interpretiert, was ja auch gut ist. Jeder kann ihn anders, ne, interpretieren. Aber der, oh mein Gott. Aber da rieche ich dieses Label. Also das ist, ne, hier Leute, das sind hier so, da sind so Bröckchen drauf, Zucker und so. Es ist eine unfassbar zuckrige Note. Es ist eine foodige Vanille. Oh Gott, ist der schön. Und ne, also wirklich auch so ein bisschen, sind das so ein bisschen Kuhbonbon-ähnliche, solche Bonbons, so ein bisschen in die Toffee-Richtung, aber so in weich und milchig und cremig und vanillig. Gott. Und der krautige Lavendel ist wirklich sanft. Ist wirklich trotzdem sanft durch diese unfassbar. Deswegen ist es auch ein Vanilla-Lavender und kein Lavender-Vanilla. Es ist wirklich, die Vanillenote steht ganz klar vorne. Und ich finde den wunderschön. Oh Gott, ich habe, also. Der ist ja herrlich. So. Wo habe ich ihn denn jetzt hier auf meiner Liste? Wo ist er denn? Nee, aber der war doch, der war schon vorbei hier, ne? Genau, die Liste wartet ja gar nicht mehr. Und ich hatte den, wo haben wir dich nochmal? Timber Oak. Ja, wie gesagt, kann sich nur um Stunden handeln. Ne? Ich hatte mir ein bisschen was aufgeschrieben. Da, nee, ist es gar nicht. Ach Mensch, jetzt ist doch hier. Ne, ist doch hier schön. Habe ich den echt nicht aufgeschrieben?
Oder ach, könnte es vielleicht sein, dass ich die Beschreibung nicht gefunden hatte? Ich weiß es gerade nicht, aber ich finde ihn hier gerade auf der Liste nicht. Komisch. Also deswegen, da wollen wir uns jetzt aber auch nicht weiter dran aufhalten. Ne, ich weiß, es gab hier auch noch andere Sachen, wo ich die Duftbeschreibung tatsächlich nicht gefunden habe. Vielleicht war das einer davon. Es könnte sein. Egal, wie gesagt, wenn ich sie noch finde, dann packe ich sie unten drunter in die Infobox. Ne? Genauso machen wir das. Ach Gott, ist die wunderschön. Ich raste aus. Oh Gott, war die jetzt wunderschön. Okay, so. Die nächste. Oh, ich hab's getan, Leute. Ich hatte sie schon so lange auf meiner Liste. Ihr habt mitbekommen, ich bin auch ein großer Fan geworden von Milk House Candles. Und ja. Hier ist der Pink Peony. Pink Peony. Ihr wisst, ich liebe Pfingstrose. Und ich bin gespannt, ob Milk House Candle jetzt einen Duft für mich parat hat. Es gibt einen Pink Peony, den habe ich lustigerweise auch gerade in der Lampe von Glam Wax. Zwar meine letzten Stückchen. Wenn ich jetzt, ich weiß ja jetzt, dass es die Marke nicht mehr gibt. Ich muss wohl dann nochmal gucken, dass ich mir da vielleicht nochmal Nachschub order. Wir müssen nochmal gucken. Aber jetzt habe ich erstmal diese Pink Peony. Ich bin gespannt, Leute. Oh, aber der ist ganz anders, aber der ist schön. Der ist viel. Der andere, der Pink Peony, der ist viel cremiger. Der ist sehr parfümig. Aber auch, der ist ja. Ich bin vor allem gespannt, wie die Kerzen so sind, weil ich habe ja bisher nur die Melts gehabt. Mit denen war ich halt im Teelicht sehr zufrieden, ne? Mit den Melts, aber so als Kerze, ne? Unterm Warmer. Oh Gott, ist die schön. Oh Gott, ist die schön. Also wirklich, ein unfassbar parfümiger, edler Pfingstrosenduft, das würde ich sofort tragen als Parfum. Der hat auch irgendwas mit drin. Also da ist vielleicht auch noch so eine zitrische Note mit drin. Das ist ja manchmal ganz schön in so Düften. Könnte ich mir gut vorstellen, weil da ist was Helles noch gefühlt drin. Aber eben auch eine holzige Basis auf jeden Fall. Und Amber Moschus etc. am Start. Ne? Oder nur Moschus. Müssen wir mal schauen. Mann, 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 Mann. Der haut mich ja aus den Socken, du. Aha. Ja, genau. Rosa Pfingstrose, Aprikosenblüte. Ja, genau, so eine leichte Fruchtigkeit. Gerne gesehen bei solchen Düften. Aber genau, es war jetzt, ja, keine Zitrone, aber ja. Holzige Noten, Moschus, Passionsfrucht und Zitrusfrucht. Okay, alles klar. Ja, schön. Wenn der jetzt noch so performt, wie er jetzt hier drin riecht, ne? Ich bin eh schon Milk House Candle angefixt. Da, ne? Da war das fast zu erwarten, dass ich jetzt nicht unbedingt hier, ja. Und genau, dann mache ich jetzt auch mal direkt noch weiter. Oh Gott. Leute, hier war ich mir aber ehrlich gesagt ein bisschen unsicher. Aber allein schon dieses Design hatte mich so angesprochen. Kriege ich die jetzt vernünftig da raus? Muss man mal gucken. So. Weil einfach wunderschön ist, auch glaube ich eine Limited Edition, soweit ich das jetzt so beurteilen kann. Ne? Aber guck mal, ist das einfach nicht wunderschön hier. In diesem Rosé-Gold und mit diesem Holzdeckel. Wie cool ist das bitte? Ne? Hammermäßig. Und dann nochmal ein paar, ne? Ein paar Anleitungen sozusagen. Und es ist der Saffron, Moment, Saffron Rose. Safranrose. Oh, wow. Oh, wow. Oh, okay. Ich war mir nicht sicher, ob das was für mich ist, ne? Der hat durch diesen Safran
einen angenehmen, ich betone, einen angenehmen, und ich bin da wirklich picky, gerade bei Rosen- und Blumendüften, wenn das in die etwas gewürzige oder tief, ne, wenn das in so eine Richtung geht, wo es eigentlich schon fast ein bisschen zu dunkel für mich wird oder zu gewürzig oder so. Aber das ist so eine feine Mischung. Diese ja, orientalisch angehauchte Würze, die da drin ist, die aber trotzdem die Rose nicht erschlägt oder den Duft zu dunkel macht. Aber es könnten noch andere Gewürze mit drin sein. Aber ganz klar eben, was halt draufsteht, was der Name ist, das ist Programm. Ach, oh, sehr schön. Ich gucke jetzt mal direkt, was drin ist. Ah, ja, klar, auch Holz und Parfüm, ja, auf jeden Fall. Also Rose, Kirschholz, Brombeeren, Safran, Moschus, Tonkabohnen und Bourbon. Aber das ist ja oft bei Düften, wo man eine alkoholische Note liest, dass man die jetzt gar nicht so drin hat. Aber das gibt nochmal irgendwie, ich finde, der hat was unfassbar Edles. Also dieses Label, also das verspricht ja eigentlich schon viel. Auf der einen Seite ist der irgendwie, ich nenne es mal handfest. Auf der einen Seite ist er unfassbar edel und deswegen dieses Design passt so unfassbar zu diesem Duft. Na, auf der einen Seite dieses roségoldene Glas, was irgendwie echt was Edles hat, aber trotzdem dann mit diesem Holzdeckel eine gewisse rustikale Note. Wisst ihr, wie ich meine? Und das passt zu diesem Duft. Und ich bin ja auch ein Fan davon. Ich bin selbst nicht so die Schickimicki, das merkt man ja auch, glaube ich, ziemlich so. Ne, auf der einen Seite mag ich feine Düfte, feine Dinge und umgebe mich gern mit schönen Sachen. Aber ich bin doch auch manchmal einfach, ich mag einfach rustikale oder nostalgische Dinge auch total gerne. Und deswegen ist das gerade so ein Rundum-Erlebnis für mich. Der ist ja echt der Hammer. Oh Gott, aber das ist ganz gefährlich. Wisst ihr noch, wie ich drüber gesprochen habe, dass ich Bath & Body Works und Lieblingsdüfte, sonst nichts? Ja. Ich war bisher sehr, sehr, und ich hatte noch gesagt Homeworks damals. Aber egal. Das hat sich inzwischen ja auch schon wieder gewandelt. Aber das vielleicht mal zu einem anderen Thema oder ne, zu einem anderen Zeitpunkt. Genau. Aber, worauf wollte ich hinaus? Aber genau. Und Lieblingsdüfte, aber. Ganz ehrlich, ja, das war jetzt schon auch eine Firma, die mich auch schon überzeugt hatte. Und ja, genau. Oh, Gott, geh mir doch weg. So, und jetzt habe ich hier noch etwas. La, oh, oder ich weiß gar nicht genau, wie es ausgesprochen wird. Weil Homme ist es ja nicht, weil das ist ja der Mann auf Französisch. La, also die Kunst von, die Kunst Home, sage ich jetzt einfach mal. La Home, ne? Bleiben wir einfach mal dabei. Oder bleiben wir nicht dabei, sondern gehen mal vom Französischen ins Englische. Und das ist der Duft übrigens. Aloe Vera Cocombre war. Oder Cocombre, genau. Und das schreit natürlich meinen Namen, ne? Muss man ja mal so sagen. Ja. Oh Gott. Ne? Oh, wow. Muss ich jetzt. Oh, ich rieche einfach mal so. Oh. Hier, da seht ihr nochmal hier dieses, ne? La Bougie di Nantes, La Homme. Unfassbar schön, ne? Also hier sieht man nochmal, das ist natürlich jetzt gerade mit dem Licht eine glatte Katastrophe leider, aber ich glaube, so sieht man es einigermaßen, ne? Ja. So ein schöner, frischer Duft mit einer so unfassbar angenehmen Floralnote. Der hat für mich, also das ist jetzt nicht irgendwie so ein Spa-Duft oder irgendwas. Er hat, ne, es ist ja auch ein Aloe Vera-Duft, aber es ist kein typischer Aloe Vera-Duft. Der hat so eine unfassbar cremig, angenehme, nicht stechende, sondern einfach nur frische, blumige Note.
Ich glaube auch vielleicht wässrige Momente. Aber ich erinnere mich auch ehrlich gesagt nicht mehr, was da drin war. Aber der hat so einen frische Luftmoment. Der ist nicht zu grün. Es ist nicht wirklich die Aloe Vera voll ins Gesicht, weil der ist unfassbar schön abgerundet. Ne, hat was. Also parfümig wirklich nur minimal. Eine ganz minimal parfümige Note, wenn überhaupt. So. Genau. Wo hatten wir die denn jetzt? Weil habe ich auf jeden Fall aufgeschrieben, das weiß ich. So, ho, ho, ho. Ja, also irgendwie hab ich da einen Zettel verlegt oder so, weil irgendwie, also ich weiß, oder war der vielleicht noch auf dem anderen, ah, der kann noch auf dem anderen Zettel drauf gewesen sein. Moment, 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 das kann gut sein. Ach, Mensch. Dün, 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 dün. Ich habe das eigentlich alles so umkreist, dachte ich. Ach, und hier steht es dann auch mit dem Floral Fantasy, den ich gestern nicht mehr gefunden hatte. Wie blöd ist das denn? Dün, 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 dün. So. So was Blödes. Ich habe ihn immer noch nicht gefunden. Ach Mensch, und ich war der festen Überzeugung, ich habe ihn wahrscheinlich doch auf einen anderen Zettel geschrieben und finde das jetzt einfach nicht mehr. Kann es das einfach sein? Und dann ist er mir doch untergegangen. Ich kann es mir nicht erklären, Leute. So. Muss ich euch auch noch nachtragen. Ne? Oder ach, das könnte natürlich auch sein, dass ich dazu auch. Ach, aber hallo, da habe ich sogar noch gegoogelt. Jetzt kommt's mir. Den habe ich gegoogelt und ich habe es nicht gefunden. Das war's, Leute. Aber das ist eine Schande. Jetzt kann ich euch gar nicht erzählen, was da drin ist. Aber er ist wunderschön. Wunderschön. Aber eben, ich hatte gesucht und gesucht und das war einer der Düfte, den ich nie aufgeschrieben habe. Aber ich hätte mir einfach mal vermerken können, keine Duftbeschreibung. Ne, habe ich aber nicht getan. Und jetzt stehe ich nämlich hier so wie ein Ochs vorm Berg. Großartig. Musstet ihr so ein bisschen, ne, so ein bisschen warten, ne? Genau, so. Dann wären wir damit mit der nächsten Tüte durch. Also Tüte Nummer 2. Und jetzt kommen wir, ne, zur letzten. Und das hier ist eine ganz besondere Tüte. Dazu muss ich euch nämlich jetzt nochmal was erklären, was ich schon angerissen hatte im letzten Video. Und zwar gibt es eine Facebook-Gruppe, die heißt Duftmomente. Die gehört zu Geschenketrends 24, zu Manuelas Shop. Und ja, jedenfalls gibt es in Manuelas Shop eine Rubrik extra für diese Duftmomente Facebook-Mitglieder aus der Gruppe. Da gibt es exklusiv, wird immer mal wieder aufgefüllt, Düfte, die es nicht regulär im Sortiment gibt. Waren jetzt zum, also hier, und das sind jetzt Düfte, die wirklich nur in dieser Rubrik zu finden waren. Und ja, genau. Also wie gesagt, das sind so Sachen, die sonst nicht regulär im Verkauf sind. Genau. Und ja, da kann man schon mal das ein oder andere wunderbare Schnäppchen machen, ne? Und abgesehen davon, wenn man in der Duftmomente Facebook-Gruppe ist, dann kriegt man sowieso einen Rabattcode oder kriegt man einen Rabatt von 10% im Shop. Genau. Und ja, dann legen wir mal direkt los. Ach, was übrigens auch eine echt tolle Sache ist, was ich aber bisher nicht ausprobiert habe. Aber vielleicht noch tun werde. Ich bin mir allerdings noch nicht sicher, weil ich bin normalerweise, ich lasse mich schon gerne überraschen, aber ich bin ja, was Düfte angeht, schon manchmal so ein bisschen picky. Ich versuche mich zwar immer wieder aus meiner Komfortzone auch rauszubewegen, um immer wieder neue Düfte kennenzulernen und immer weniger mich auch selbst einzuschränken, aber ich bin nicht immer der Fan von Überraschungsboxen, aber ja, also es gibt Mystery Boxen nennen die sich bei der Manuela. Und es gibt, glaube ich, es gibt verschiedene Versionen.
Ich habe jetzt nicht nochmal explizit nachgeschaut, deswegen ich versuche jetzt gerade das, ich weiß, das letzte Mal hat es in der Duftmomente-Gruppe auch kommuniziert und dann hatte ich auch nochmal reingeschaut und dann war ich drauf und dran, ah, soll ich nicht? Ich habe es dann in dem Moment nicht getan, was aber nicht heißen soll, dass ich nicht noch tun werde, irgendwie, irgendwann. Ne? Es gibt verschiedene. Es gibt eine Mystery Box mit Melts ausschließlich. Es gibt eine Mystery Box mit Kerzen und Melts. Gibt es auch eine ausschließlich mit Kerzen? Ich weiß es gerade nicht. Also, und die Anzahl kann ich euch jetzt gerade aus dem Kopf auch nicht sagen. Aber könnt ihr ja einfach mal gucken, ne? Und dann gibt es noch eine Mystery Box, wo noch eine Duftlampe mit dabei ist. Genau. Und das finde ich ein super Angebot. Gerade auch so als Starter-Set, ne? Mega. Ne, gerade auch so eben als Geschenk für jemanden, ne, kaufst du so ein rundum Wohlfühlpaket. Ne? Ist doch mega. Hast du direkt ein schönes Geschenk. Also deswegen, I like. Aber auch gerade was eben Duftlampen angeht und so weiter, da bin ich auch so total picky. Und da weiß ich nicht, ob ich mich überraschen lassen möchte. Und deswegen war ich so ein bisschen, habe ich mich bisher so ein bisschen geziert. Also wenn, dann käme für mich entweder Kerze mit Melz oder reine Melz in Frage, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Aber das ist halt wieder komplett individuell, ne? Rein subjektiv, ne? Für jeden, der da gerne bestellen möchte. Aber ich habe ja auch schon ein bestimmtes Repertoire, ne? An Sachen und auch gerade auch an Duftlampen, obwohl ich immer finde, ach Gott, ne? Duftlampen gehen immer. Ich hätte auch gern mehr so wechselndes Saisonal und so. Da gibt es für mich viel zu wenig und es gibt viel zu wenig schöne Teelichtlampen. Das habe ich schon so oft gesagt, ne? Ach ja, Leute. Naja, gut. Damit wir jetzt doch nicht irgendwie wieder Überlänge bekommen, ich komme schon wieder so ins Quatschen, ne? Voll süßes, so ein Beutel dabei. Finde ich voll toll. Genau. Mit einem Flamingo drauf. Voll super. Und genau. Da war ich persönlich zum ersten Duft jetzt. Ich liebe die Sensationals. Düfte. Habe ich bisher einige unter der Nase gehabt und bisher hat mich eigentlich keiner enttäuscht. Und auch eine gute Intensität mag ich sehr gerne. Und das hier ist der Corona de Flor. Also bei dem Namen muss ich erstmal herzhaft lachen. Ne? Ist so ehrlich. Ne? Aber ich finde, die haben auch was, ne, mit diese Reihe. Das ist, glaube ich, war das die Halloween Edition, ne? Oder nee, das war eine andere. Das war dieses, was ich gleich noch habe. Das war die Halloween Edition noch von irgendwas, aber. Ja. Oh, aber das ist wirklich ein sehr frühlingshafter. Also ich glaube nicht, dass das irgendwie. Das wird jetzt, glaube ich, nicht unbedingt ein Halloween-Duft gewesen sein. Weil das ist wirklich so ein total Frühlingsblumen, Frühlingsrose vor allem. So, ne? Mit ein bisschen Grün dabei. Erinnert mich so ein bisschen von der Art her, falls jemand den kennt, an den Rosenquarz. Zum Beispiel die Duftzauberei Schwarzwald hat den, ich Witchy Woo hat den auch. Dieses Duftöl. Und es gab auch noch ein. Und ich glaube, die Tine hatte das auch als Lil Rosie. Oder so ähnlich zumindest. Ne? Das, was mich so an diesen Geruch erinnert. So. So. Das ist aber jetzt wirklich, oder nee, es ist jetzt einer. Ich hoffe jetzt, dass ich jetzt nicht mehr so hier ins Stocken komme, ihr Lieben. Ne? Ja, weil es geht schon wieder los. Das darf ja wohl nicht da sein. Ja, nee, aber das ist ja genau diese Liste, genau. Dazu habe ich nämlich jetzt alles auf einem Zettel drauf. Aber Sensational ist da. Da bin ich schon mal richtig. Ah, da. Sparkling Greens, ja, genau. Und ätherische Rose. Ne? Ja. Ne? Grün und Rose. Das ist es. Genauso wie ich es gerade auch gerochen habe. So, ne? Für mich. Okay, dann kommen wir zum nächsten Duft. Das der, ne? Ne? Wild Flower Dreams von Sensationals. Ja. Und das ist wirklich.
Wenn du auf so einer Blumenwiese im Frühling stehst, die frische Luft, die du riechst im Frühling, mit diesen, so wirklich auch mit diesem Morgentau-Moment und diesen Blumennoten, oh, der ist unfassbar schön. Aber der kommt mir auch bekannt vor. Es ist so was, was ich schon gefühlt mal gerochen habe, Leute, wirklich. Aber unfassbar schön, auf den freue ich mich. Ach, das ist genau mein Ding, ne? Erinnert mich vielleicht so ein bisschen von der Art her, von Scentsy an den Fresh Cut Daisies. So ein bisschen, ne? Hat irgendwie was, erinnert mich irgendwie so ein bisschen daran gerade. Weiß gerade gar nicht so genau, warum. Aber, ja, Wildflower Dreams. Jasmin, Orchidee, weiße Lilie. Orchideenfrüchte, sattes Grün, Bernstein und Sandelholz. Komplett anders, aber ja, why not, ne? Genau, aber eben, ne, da ist auf jeden Fall diese Parfümigkeit noch mit drin und aber trotzdem hat es halt diesen Wildblumencharakter, dieses Grün und dieses frische Luft. Also für mich ist das Hammer, Hammer, Hammer. So, genau, weiter geht es. Dann habe ich den auch von Sensationals, den Seashore Splash. Also es ist übrigens oft so, dass das so dann Zweierpacks sind, ne? Bei diesen super Angeboten sozusagen. Ja, dass man dann zwei Melts für, ne, ich sag jetzt mal 10, 95 oder was auch immer irgendwie bekommt. Ne, habe jetzt einfach mal in den Raum geschmissen, ne? Und genau. Oft auch mal irgendwelche Raris oder sonst irgendwas dabei, was es vielleicht auch gar nicht mehr gibt oder so, ne? Oh ja. Der Seashore Splash, habe ich das gerade gesagt? Oh ja. Das ist aber, oh, der hat es in sich. Der ist intensiv. Der hat aber auch schon so ein bisschen. Das ist so ein bisschen geduschter Mann, aber das ist schön geduschter Mann, Leute. Aquatisch, frisch, herb, parfümig. Holzig. Aber wie gesagt, auf eine schöne Art und Weise. Es ist jetzt kein billiger Fahrmann, sage ich jetzt einfach mal. Ne? Sag ich ja immer so ein bisschen böse, es tut mir leid. Seashore Splash. Küstenluft, Strandgras, Lavendel, genau, ja. Da ist wieder diese Lavendelnote, die ich so mag, die das Ganze so ein bisschen erwachsener und tiefer und runder macht. Strandblüte. Meeresmoos. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Also, oder eher wer schreiben kann, ist klar im Vorteil. Ne? Wer einfach mal vernünftig schreiben kann, Käthe. So, also, wie kannst du nur? Schande auf dein Haupt. So, und Treibholz. Ja, mega, total toll. Also den mag ich wirklich sehr. Auf den freue ich mich jetzt schon. Und dann haben wir hier den Oak and Rye. Also von der Serie Oak and Rye, aber der gehört wohl mit dazu zu. Das ist jetzt die Halloween Edition von Sensationals. Ich dachte erst, es wäre eine komplett neue Firma, also andere Firma, aber es ist es nicht, ne? Also Eiche und Roggen heißt diese, ne? Hier Oak and Rye und der Duft heißt, also Special Edition und es heißt Oktober Moon, ne? Oh, sehr fruchtig. Ich erinnere mich auch gar nicht mehr genau. Also Grapefruit, würde ich sagen. Sehr spritzig, fruchtig. Also wenn das so ein Halloween-Duft ist, dann würde ich das eher so verbinden mit so einem Halloween-Party-Getränk. Aber wie gesagt, also total Grapefruit für mich. Grapefruit, eine Spur was Holziges. Frisch. Ne, ordentlich gute Intensität. Gucken wir mal. Clementine. Ach, Clementine ist es. Süße Orange und gezuckerte Schale. Okay. Hättest wetten können, dass das eher eine Grapefruit ist. Mit so einer gewissen Herbennote. Mandarine. Okay, alles klar. Aber schön ist er. Ne? Finde
ich gut. Ja, davon kann man jetzt auch schon, also den kann man jetzt auch gerade benutzen. Ne? Das ist für mich überhaupt nicht unbedingt Halloween. Ne? Naja. Gut. Dann habe ich hier noch, genau. Ah, da ist irgendwie, muss ich mal ganz vor. Okay. So, dann haben wir hier die nächsten Schätzchen. Der Citrus and Sage von Kringle. Also da denke ich mal, weil die ja jetzt aus dem Sortiment rausgehen, ne, deswegen sind die dann in der Rubrik gelandet. Oh, okay, ich hatte den gar nicht mehr so in Erinnerung. Ich dachte, ich kannte den mal. Oh, der ist aber sehr parfümig, ha? Der Citrus and Sage, und der ist sehr herb. Also da ist diese Salbeinote. Das hat ja meistens so was Weiches, Samtenes, ne, dieser Salbei an sich. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, der ist mir zu wenig frisch. Ich hätte den mir ein bisschen frischer erwartet, wenn es schon Citrus and Sage heißt. Hätte ich mir den einfach, ja, eben, ne, auch trotz Kräuterigkeit oder, ne, dieser grünen Note dann, die dieses Herbe natürlich auch reingibt, ne, ist der mir so eine Spur zu viel. Obwohl der irgendwie was hat, ne. Aber wird nicht mal, das wird nicht unbedingt mein Liebling. Zitrusakzente, Nelke, Salbei, okay, das erklärt vieles. Sandelholz, Patchouli und Tonkabohne. Patchouli. Und das in der Form, deswegen, da hat der Patchouli, ne, das ist halt mal comme ci, comme ça, das ist halt das Ding bei mir, ne. Dewdrops, den kenne ich und den mag ich und der darf gerne, ach, mir nochmal Freude bereiten, weil das ist genau mein Ding, ne. Tautropfen, Leute, Morgentau, sehr blumig, sehr frisch, sehr grün. Der ist toll. Jasmin, Rose, Orchidee, Tonkabohne, Minze und Meeresluft. Ja, stimmt, dieser Kräutermoment noch, ne? Ja, aber es ist eine Minze, die ich persönlich eben, das ist so eine Minze, die ich mag, weil die ist nicht total, die ist eher so frisch und die ist nicht alles über oder übertünchend oder alles irgendwie erschlagend. Die ist sehr schön. Dann habe ich hier den Spa Day. Den kenne ich auch. Ja, und der ist einfach frisch, der ist zitrisch, der ist wirklich Spa, ne? Deswegen, ich glaube, das könnte auch so ein Bergamotte, eine Zitrusfrüchte irgendwie so. Hat auch fast für mich so ein bisschen was Teiges, ne? So. Was haben wir? Warme Wohlfühlaromen, Minze und Gurke. Ah ja, genau. Also auch kräuterig und diese, ja stimmt, diese Minzgurke, Minzgurke. Ja, aber Gurke und Minze, ja, ist auch so ein schöner Klassiker, ne? Diese Wohlfühlaromen, ne? Was aber auch immer diese Wohlfühlaromen sein sollen. Das habe ich mich schon bei der, stimmt, das hatte ich mich gefragt, als ich das aufgeschrieben habe. Wohlfühlaromen, hä? Okay, aber gut, ne? So, ach so, ah doch, genau. Und, dann habe ich hier noch zwei, wo ich genau weiß, ich habe die Duftbeschreibung nicht, Leute. Ich habe sie gesucht, aber leider habe ich sie nicht gefunden. Good Vibes and Sunshine. Ja, und der ist, ach, der ist ganz besonders. Der ist unfassbar cremig, frisch, foodie. Also frisch, fruchtig, foodie. Irgendwie wie so eine schöne Creme. Aber auch parfümig. Ne? Ein parfümiger Foodie-Duft. Mit einer fruchtigen Creme. Ne, ich glaube, so Zitrusfrüchte könnten das sein. Weil es kommt mir auch so bekannt vor auf der anderen Seite. Aber ich kann euch gerade nicht sagen, was drin ist. Ich kann es euch nicht sagen. Also ein bisschen bekannt vorkommen tut es mir schon. Oh, aber ich kann es euch nicht genau benennen. Birthday Cake. Ja. Also da, denke ich, sind wir uns einig, was es sein könnte, ne? Ah, okay. Marzipan, und zwar richtig so voll ins Gesicht. Ja, also das ist das, was ich überwiegend rieche, ne? Marzipan mit einer gebäckigen Note. Okay. Gut. Ne? Und dann kommen wir zu den zwei letzten Melts und dann glaube ich da noch, ja, da habe ich dann noch ein bisschen was geschenkt bekommen, wie es aussieht. Genau, das ist von Homescent,
Ach so, Moment. Habe ich jetzt. Nee, genau, habe ich ja keine Typbeschreibung dazu gehabt. Amber Rose. Brauche ich da noch was zu sagen? Eine parfümige Rose. Hallo. Genau, voll süß verpackt übrigens. So, hier mal einmal. Zack. Ach, das ist ja, das ist schon sehr hübsch. Ja, okay. Die Wachskonsistenz, da bin ich mir noch nicht so sicher, ob ich das mag. Das ist wieder sehr, das ist so ein sehr schmieriges oder sehr. Ja, muss ich mal gucken. Der ist sehr pudrig und auch recht holzig. Also der ist parfümig, aber es ist auf jeden Fall auch keine, also es ist keine so samt, also es ist die Rose, weiß ich nicht, ob das so meine ist, ne? Aber nicht mein Lieblingsrosenduft, würde ich schon mal so sagen. Aber gebe ich auf jeden Fall eine Chance. Ich wieder und muss das hier auch noch zubinden, während ihr hier auf mich wartet, ne? Sorry. So. Der hat es leider ein bisschen abgekriegt. Das ist der Love You More von Home Scent. Genau. Ach, Moment. Da kann ich euch aber sagen, was drin ist. Ne? Da steht nämlich drauf. Rose, Amber und Sandelholz. Genau. Richtig, weil da steht es nämlich drauf. Und hier der Love You More. Kann sich nur um Stunden handeln, ne? Bis ich hier gepiddelt habe, Leute. So, kann ich euch währenddessen mal einen Witz erzählen, ne? Wo wohnt eine Katze? Im Mietshaus. Es ist spät, Leute. Es tut mir leid, ich wollte euch nur jetzt ein bisschen die Zeit. Uah! Und die meisten von euch kennen den wahrscheinlich auch. Mein Mini liebt den so. Und wenn die Leute drüber lachen, dann liebt das natürlich noch viel mehr. Oh ja, besonders. Also es bröselt leider schon. Es ist komplett zerfallen, leider. Aber es ist ja. Aber der ist ja krass. Aber da weiß ich auch, da war ich sehr interessiert, weil es ist halt ein Rosenduft und das weiß ich noch, ein Rosenduft mit Tanne. Und das ist ja mal großartig, oder? Das habe ich noch nie vorher irgendwo gelesen. Also nicht mit Tanne, sondern es ist mit Pine, also mit Pinie, ne? Rose, Pinie, Feige. Genau. So sieht's aus. Cool. Also die Feige rieche ich jetzt auf dem ersten Blick, auf dem ersten Schnuppereiz nicht so. Aber was auf jeden Fall gut zu riechen ist, ist diese Tannenbaumnote, also diese Nadelbaumnote. Und ja, also ein toller Duft. Und diese Rose, das ist eine pudrige Rose, aber die ist nicht zu pudrig. Also es ist eine schöne, das ist eine schöne Kombi. Oh, da freue ich mich drauf. Cool. Mega. So, ihr Lieben. Das war meine XXL-Bestellung. Teil 2 von Geschenketrends 24. Boah, liebe Manuela, ich danke dir von Herzen für diese schönen Schätze. Und ich habe jetzt noch hier was entdeckt. Das zeige ich jetzt auch noch mal kurz. Also erstmal, was habe ich denn hier überhaupt für Favoriten? Okay, da brauchen wir nicht lange drüber schnacken, glaube ich. Das sind tatsächlich. Oh nee, da kann ich mich nicht entscheiden. Okay, Leute, ich muss echt sagen, alle Kerzen, die ich bekommen habe hier, ne, die ich mir habe schicken lassen. Genau. Ne? Also da bin ich sehr froh, dass ich mich das getraut habe und dass ich sie mir bestellt habe. Guckt mal hier, Vanilla Lavender, ne? Nummer 1. Pink Peony. Saffron Rose. Und genau, hier diese ja, Aloe Vera Cocombre, ne? Genau, hier von La Home, ne? Toll, wirklich toll. Ach Mensch, ich bestelle einfach so gerne bei der Manuela. Das ist echt jedes Mal ein Fest. Ich fühle mich da auch einfach echt gut aufgehoben. Ne? Wie gesagt, wir haben halt inzwischen auch wirklich einen persönlichen Kontakt, wo ich sie dann auch mal fragen kann. Und das, ne, das, sie hat da wirklich einfach auch unfassbar viel Ahnung und kann dann auch über die Marken erzählen und so weiter. Und das finde ich immer total toll, dass sich dann auch die Zeit dafür nimmt. Und das finde ich unfassbar lieb. Auch nochmal ganz lieben Dank dafür. Und genau, deswegen habe ich mich ja jetzt auch überhaupt getraut, ne, wirklich dann die Kerzen zu bestellen. Ne?
Normalerweise wisst ihr ja. Naja, gut. Deswegen jetzt habe ich hier noch was, hat sie mir noch geschickt. Beim letzten Mal hat sie das ja auch gemacht. Das war, ist so lieb. Und zwar von The Bathing Garden aus den USA sind die auch. Sind die nicht einfach wunderschön? Boah, Leute. Ich weiß gar nicht. Und hier noch ein Meld. Ich weiß jetzt gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich bin ultra gespannt. Es ist alles einfach das, was mich anspricht hier. Allein schon diese Flosse und aquatisch und hier diese Rose. Es ist genau mein Ding, ne? Also das hier ist erstmal The Painting The Roses Red. Ich habe jetzt keine Duftbeschreibungen, weil es sind halt, die gibt es halt auch nicht in dem Shop, ne? Und die, da ist sie so lieb und hat sie mir dazu gepackt, ne? Wow, okay. Wow, okay, aber schaut euch erstmal dieses Kunstwerk hier an. Ist das nicht der Hammer? Okay. Also, da ist irgendwas. Der hat entfernt etwas, entfernt vom Rosenblüten-Cupcake, vom Wachsmacherei, aber der ist viel herber, der ist viel kräftiger. Aber da ist was Gebäckiges drin und eine Rosennote. Und hier auch dieses Graue da unten. Also ich traue mich jetzt nicht, das rauszumachen. Ey. Das ist wirklich. Boah, wie soll man das denn anbrechen? Ach, ich traue mich jetzt gar nicht. Nee. Ach, ich kann das jetzt nicht. Aber da ist auch irgendwas drin, was so ein bisschen was Spitzes reingibt. Aber der ist toll. Der erinnert mich wirklich an den Rosenblüten-Cupcake. Nur ein bisschen dunkler. So, ne? Ein bisschen dunkler, ein bisschen. Ja. Was mache ich jetzt hier? Was haben wir da? Oh, beides schön. Ich mache aber erstmal den Apple and Earl Grey Tea Cake. Oh mein Gott. Oh mein Gott, genau meins, ne? Und hier voll süß. Ist das süß, Leute? Guckt mal, das ist eine Teekanne. Das habe ich ja überhaupt nicht erkannt jetzt gerade erst. Okay. Es war eine Teekanne, ne? Genau. Ich muss mal gleich wieder. Ja, schön. Ein gewürziger Tee, ebenso ein Earl Grey, mit, also es ist eher für mich so ein Herbstduft, ist jetzt für mich kein totaler Sommerteeduft, aber ist ja auch eine Earl Grey, ist ja auch ein Gewürztee, deswegen wundert mich das jetzt nicht. Aber schön, mit einer Apfelnote, aber die ist auch sehr dezent und also der Earl Grey steht ganz klar im Vordergrund für mich, ne? Also schön, gefällt mir ganz gut. Ne, und dann der Pearls of the Ocean. So. Oh, der ist auch schön. Oh. Sehr besonders. Aber schon mal von, also, ne, da sind Öle drin, die mir bekannt vorkommen, aber neu arrangiert. Nehmen wir es mal so, ne? Da ist ein schöner grüner Moment, aber auch was cremig und cremig-pudriges ist das schwer zu verstehen eigentlich, ne? Aber also der hat für mich auch so eine leichte frische Wäschenote. Aber ja, eben unfassbar frisch, aber für mich irgendwie fast schon frische Wäsche, aber auch aquatisch. Aber auch nur so einen leichten frische Wäschemoment. Es ist mehr so ein aquatischer Moment vorne. Aber so hinten flirrt irgendwas. So, aber der ist toll. Und habe ich euch das überhaupt noch mehr? Ja, guckt mal hier. Ist das nicht schick? Boah, Leute. Manometer. Ist auch toll. Ne, parfümig und so. Mensch, bin ganz aus dem Häuschen, du. Vielen lieben Dank, liebe Manuela. Ach, ne, es ist einfach, ich freue mich einfach jedes Mal. Über eine Bestellung aus deinem Shop, ne? Weil ich mir auch da tatsächlich inzwischen echt, also ne, auch durch deine kompetente Beratung dann irgendwie sicher sein kann, dass ich viele neue Schätzchen und viele neue Firmen auch für mich entdecke. Also ich danke dir da auf jeden Fall sehr und ja, schicke dir ganz, ganz liebe Grüße. Und Leute, ihr merkt, ich bin sehr begeistert von dem Shop und das nicht ohne Grund, muss man echt sagen. Also ich habe bisher da einfach nur so schöne Erfahrungen gemacht und so tolle Sachen für mich entdeckt. Also ja,
Genau, schaut einfach mal, wenn ihr wollt, auf der Seite vorbei. Und genau, von der Facebook-Gruppe da, wie gesagt, dann packe ich euch unten in die Infobox mal, ne? Und ja, genau. Lasst es euch gut gehen und vielleicht sehen wir uns ja bald wieder. Da würde ich mich sehr freuen. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal hoffentlich, ne? Bis dann. Macht's gut.